Bei mir wird halt gerade angezeigt, dass der Stream richtig am Kacken ist. Heute ist nicht so geil, ne? Ja. Heute irgendwie alles schief. Heute ist es wieder so. Ja. Hier, wen muss ich? Wegen. Wenn er auf einem Rallye verpackt. Hast du aus der Richtung? Ich dachte mir so, einfach nur. Der Boden ist aber viel zu schlecht, glaube ich, auch. Das fehlt mir. Oh, ich brauche mehr Sand in meinem Leben. Er ist rau. Und er geht überall hin. Oh mein Gott. Ich hab mir so gedacht. Ich geh mal zum Keller. Let's go. Oh mein Gott, ist auch schön. Okay. Was wird hier über meine Commentary gelästert? Was ist das? Meine Commentary ist eher so emotionaler Natur. Hallo Jan. Gaga Ligru an Yuiko, wenn sie gerade da ist. Vielen Dank, Jan. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz da, aber ich muss einfach aufhören, ein Schwein zu sein. Hey, Tufkap, du Geiler, Alter, na? Östgestream auch nicht so relevant und wichtig wie unserer hier eigentlich. Ich hoffe, was? Du... Dein Stream funktioniert hier? Was? Im Moment haben wir heute richtig viele Probleme mit dem Internet gerade. Echt? Heute? Ja. Geiles, geiler Tag heute, ne? Ey, super, klasse. Aber Tufkap, bei Tufkap klappt's scheinbar. Ja. Oder klappt's bei dir nicht, Tufkap? Bitte... Halt uns, du bist ja der wichtigste, hier, stimmt, Gift-Sub-Donor ist er, ja? Schon lange Jetty Prenzlberg und Sichlor überholt. Oh mein Gott, er hat Heider einen Sub geschenkt. Let's go. Einfach Tufkap Twitter-User am Sammeln, ein bisschen in der Art, der King. Haben wir eigentlich so eine Anzeige? Was passiert, wenn jemand. Ich glaube schon. Wenn jemand subbt, ist das dann. Wird ein Atze oder was? Ja. Ey, Heide, jetzt kannst du die ganzen Emotes benutzen. Zum Beispiel Berlin 13 Sad und Berlin 13 Atze. Guck, was, alle meine Abos. Was haben wir noch? Alle meine Abos bisher finanziert, nice. Ich kann Rifka-Tribut zollen. Ey, wirklich, ich sag einmal Berlin 13 Sad im Chat. In Remembrance an Rivka. Ja, was ist mit Rivka los? Was, ja, was? Arbeiten, glaube ich. Ah, das Arbeitsleben hat ihn gepackt. Tafsi gefragt letztens. Was hat Tafsi gesagt, ist die Frage. Oh mein Gott. Es hat geklappt. Das von Dennis nicht? Immer kein Sub hat Berlin 13 Sad. Noch nicht. Und Tafsi kann auch Heider hat recht. Naja, der wohnt ja nicht mehr hier. Tafsi ist ja Hamburger jetzt. Gar nicht? Nee. Er ist Hamburger. Ist das ist jetzt Hamburger. Aber geht doch nicht zu den Hamburger Turnieren, aber die sind auch nicht so cool wie wir. Ja, die sind eineinhalb Stunden von ihm entfernt. Ach so, ist er so am Rand irgendwo, ja, oder wie? Das ist natürlich nicht so gut. Just sympathy. Tufkap, du alter King. Was ich damit sagen möchte. Ey, ich freue mich auch richtig drauf, wenn Özge nachher hier bei uns. Denn sie uns raidet, Alter. Sorry, ich bin ein bisschen müde heute, deshalb bin ich ein bisschen langsam im Reden. Aber es ist hier sehr spannend. Dennis und Maxi schenken sich hier wirklich gar nichts. Maxi ist sehr, sehr solide, aber knapp in Führung gegangen im ersten Match. Hier auf FD sieht es ein bisschen, nicht so krass deutlich aus. Aber ich finde, mit so einem hochprozentigen Stock kann man als Fox schon echt viel anfangen auf dieser Stage. Wie zum Beispiel diese Back-Air. Und noch was. Er spielt das sehr geduldig. Und jetzt hätte es doch sein können. Also da hätte das schon bald kommen können. Aber es bleibt spannend. Maxi baut ein bisschen eine Führung aus und da ist der Stock. Das meine ich mit den hochprozentigen Stocks. Da kann man echt viel Schaden noch anrichten. Vor allem auf FD, wo halt Peach einfach nicht so krass reinkommt manchmal.
Deswegen ist das manchmal ein bisschen risky. Ich habe das Gefühl, dass Maxi sich auch gut macht gegen Dennis auf FDE. Ist das, vielleicht ist das auch ein schlechter Counter-Pick gewesen. Das wird sich später im Match noch ausstellen. Hey, ja, natürlich ist mein Commentary hochprofessionell. Ich bin doch hochprofessioneller Kommentator. Oh, da ist ein Down-Smash, das ist zumindest kein Force-Drop, aber kann er auch ein Comeback schaffen? Es wird schwierig, würde ich sagen. Ich glaube, ich muss Fox gegen Dennis spielen. Ich glaube, Fox gegen Dennis funktioniert tatsächlich echt gut. Das ist so schwer, wenn man das so ein bisschen hinkriegt, dann ist mit Fox, glaube ich, echt viel gegen Peach geschafft. Deshalb, vielleicht ist das ein guter Tipp. Mal ganz ehrlich, das Puff gegen Peach Matchup ist sowas von. Ich fällt das Wort nicht ein. Sowas von One-Sided? Übertrieben worden, wie One-Sided das sein soll. Ach so, ja, aber wir wissen doch eh, dass Amada ein Wiener ist, oder? Ja, das ich sag das seit Jahren. Also das ist wirklich auch, das basiert nur darauf, dass Amada gegen Puff richtig heftig gestruggelt hat. Ich meine, ich und gesagt hat, dass es unmöglich zu gewinnen ist. Und dann haben alle gesagt, ja. Aber trotzdem. Und da haben halt, also, da kommt es halt, so 70-30 wird das sicher sein, denke ich. Vielleicht ein bisschen, vielleicht so 65-35 oder so. Aber es ist halt nicht so 90-10, wie man immer behauptet hat. Ich glaube auch nicht, dass das 70-30. Meinst du? Also ja, okay, ich kann es nicht so einschätzen. Ich bin oh, schöner Tag hier. Ey, guck mal, der holt sich das zurück. Ich sehe das. Ein Judah Down Smash, ein Stitch Face. Das wäre was jetzt. Oh, oh, oh. Überlebt halt auch einfach irgendwie ewig. Oh, er hat sich das von dem. Er hat sich fast. Wie hieß der? Dieser war das Polish? Nee, Polish war der Peach wieder, ne? Der hat letztens so einen richtig krassen Comeback-Stock gegen IBDW gemacht. Wo der genau das gemacht hat. So ein. Die Upbe so ein bisschen höher, dass er auf der Stage landet. Den Fox damit getroffen. Und dann auch daraus noch converted. Der hat leider bei Dennis gefehlt. Aber. Vielleicht schafft er es im nächsten Match. Er hat halt auf jeden Fall sich richtig. Zurückgebissen. Jetzt ist wieder schlechter. Was ist wieder schlechter? Das Internet? Ja, die Bitrate ist relativ wenig. Amada sagt 70-30? Also ich kenne nur diesen komischen Clip, wo Amada ein sehr problematisches Wort sagt. Und wir verzeihen ihm das mal, weil er 14 war. Oder 12 oder so, keine Ahnung. Haben wir Bitrate, erhöht die Bitrate? Ja, mal gucken, ob das jetzt... Okay, sagt Bescheid, wenn es Internetprobleme gibt. Also jedenfalls, wenn Puff Peach 70-30 ist, dann ist Puff Fox mindestens 80-20. Jetzt ist es noch schlimmer? Ja. Würde nicht sagen. Doch. Stirbt halt bei 40. Ja, aber Fox ja auch. Nee. Doch. Fox stirbt nur mit einem Move bei 40 und bei Puff kannst du gejabbt werden und stirbst bei 40, kannst gedash-attacked werden, stirbst bei 40. Kannst einfach raw geabsmashed werden? Naja, aber wir zählen ja hier nicht Tools. Fox bei 0 stirbt, dann hat er Kacke gebraucht. Wir zählen die einfach. Oh nein. Das war's, ein Heartbreaker. Weil er war gerade wirklich um zurückholen. Also nee, sorry, aber wir zählen ja hier nicht, auf wie viel Art man den Gegner töten kann, sondern ob es geht und es geht. Und du kannst ja auch nach der Definition aus dem Uptilt, aus dem Upthrow, aus der Side-B, aus dem Jab. Kannst du auch sagen, Youngling kann Fox bei 20 killen, wenn man mal ein Backthrow on a Ledge kriegt. Ja, aber das ist ja ein Gimmick eigentlich. Das ist auch ein Gimmick. Das ist kein richtiges und Ding, was ein Setup Fox hat. Ist wörtlich ein 90-10-Matchup. Also das ist ja nur, aber das ist ja ein Gimmick. Das ist kein Setup into einen Kill. Also keine Ahnung, ich finde, das zieht nicht so. Obwohl, vielleicht kann man es lernen, dass das immer trifft, aber nein. Das ist von Youngling? Ja. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, ist immer noch. Oh. Jan Link. Oh, mutig von Dennis. Da mag sie echt in seinem Gesicht und holt sich den Stock. Aber Dennis hat auf jeden Fall ein bisschen aufgeholt wieder, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn er den jetzt abklingt, den Stock schnell, dann kann das was werden hier. Opportunity für einen guten Nickname verpasst. Es ist der prenzelburgerische Sniper. Prenzelbergerisch, das tut mir leid. Ey, die Kontrahenten schenken sich gar nichts gerade. Oh, Maxi, schön gewartet. Ganz große Kombo hier. Und war's das? Dennis noch eine zweite Chance bekommen mit dem SDR hier. Und nutzt sie hier vielleicht auch. Ah, den Tag rein, nicht gecheckt und das war's.
Das waren 3-0, wow. Damn. Ein sehr knappes 3-0. Knapp 2-3-0. Aber es war knapp. Gegen wen muss ich?